So, dann mal auf zu den nächsten beiden. Ja. Hier schießen wir einmal in den Kopf. Dann bist du schon aggro. Und kriegst eine von uns verpasst. Edge. Du bist nicht mehr so hart wie dein Kollege oben in der Stadt der Untoten. So. Und du droppst was. Eine Dämonenmachete. Die hatten wir auch noch nicht. Dämonenmachete. Niedere Ziegendämonen verwenden diese Großschwerter paarweise. Die Klinge ist gusseisern und hakenförmig. Dem Schwert wohnt keine besondere Magie inne, doch wer dafür stark genug ist, der kann seine Feinde durch sein enormes Gewicht gnadenlos zerschmettern. Ja, ist eine reine Stärkewaffe, die 40 Stärke braucht. Ach, und die Dämonen Großsachs. Diese Waffe wurde von einem niederen Taurus-Dämon geführt und aus den Knochen anderer Dämonen gefertigt. Klingt ja ganz toll. Die Axt verfügt nicht über Spezialkräfte, aber wer ausreichend Stärke besitzt, kann seine Feinde damit zu Brei verarbeiten. Ja, 46 Stärke und A-Modifikator. Also ja, die perfekten Waffen für reine Stärke-Builds. Was wir ja nicht sind. Wir haben gerade mal... Au. Wir haben gerade was auf den Deckel bekommen. So, jetzt kriegst du aber wieder was auf den Deckel. Ja, schlag ruhig zu. So, noch einmal und du bist tot. Ja, die Attacke und weg mit dir. So, kurz heilen. Und die Dämonenruinen weiter erkunden. Hi, Kumpel. Ja, komm ruhig her. Ja. Die können uns wirklich gar nichts mehr, die Jungs. Jedenfalls, wenn wir gut genug aufpassen, was wir gerade nicht haben. Au. So. Vor allem, weil wir sie immer wieder zurückschucken können. So. Nochmal heilen. Und dann bekommen wir es gleich mit einer neuen Art von Gegner zu tun. Also erstmal sind da unten noch Tauchendämonen. Und die Jungs hier. Flammenwerferstatuen. So, weg mit der einen. Und dann gehen wir erst einmal hier kurz gucken. Ah ja, da liegt was. Genau, ich wusste doch, hier liegt was. Seele eines Kriegers. Wer auch immer der dorthin gekommen ist, das Rätsel lösen wir später. Wir wollen erstmal den großen Wurm hier ausschalten, und zwar auf Distanz. Ach, können ruhig noch ein Stück näher rangehen. Wobei der Schaden nicht zu steigen scheint. Aber so ist das sicherer, als wie wenn wir ihn versuchen im Nahkampf zu besiegen. Das kann ich euch aber trotzdem mal kurz zeigen. Dafür tun wir ihn aus dem Block nehmen. Ich sagte, ihn aus dem Block nehmen. Und einfach mal hauen. Au. Und genau, dann kriegen wir voll eins hinten in die Breitseite. Das tat weh, deswegen noch ein Pfeil und du bist weg. So, hier ist noch ein Leuchtfeuer, das ich gerne zünden würde. Aber ich benutze es nicht. Ich entzünde es nur, damit es entzündet ist. So, für uns geht es nämlich jetzt weiter die Treppe runter. Und ich nehme absichtlich das Schwert zweihändig. Erstmal gegen den Taurus und zweitens gegen die ganzen bösen Viecher hier. So, zwei sind weg. Nummer drei ist weg. Und da kommt Nummer vier an.
Hallo Taurus, komm her. Ja, ganz nett. Ja, springen. So, und jetzt weg mit dir. So. Ha, das war knapp. Aber wir haben ihn besiegt. Können uns seine Seelen einsacken, ignorieren den Wurm, der nämlich nichts bewacht. Gehen erstmal hier oben weiter. Die beiden töten. Wow. Und dem Feuer ausweichen. Gut. Hier ist wie immer durch die Macht von Lord Gwyn versiegelt. Das bringt uns also nichts. Wir können allerdings den Ziegendämon hier drüben töten. Der letzte auf unserem Weg fürs Erste. Komm her. Ja, hau ruhig zu. Und wir hauen zurück. Haha. Dong, dong, daneben. Treffer. So, und weg mit dir. Du bewachst nämlich noch was. Die Seele eines Ritters. Gut. Den Wurm ignorieren wir, wie gesagt. Wir sind froh, dass wir genug Pfeile haben, um uns hier um die... Oh, du kommst ja schon angerannt. Ja. So. Weg mit dir. Das war der erste Taurel von den beiden, die uns da im Weg rumstehen. Das da hinten ist der zweite Taurel. Kommt der angerannt, wenn wir ihn hier von hier aus beballern? Scheinbar nicht. Ich will ihn aber auch nicht unbedingt die ganze Zeit beballern müssen. Weil die Jungs zum Ballern kann eine Ewigkeit dauern und sie sind doch recht einfach zu besiegen. Eben Nahkampf. Wir müssen bloß gucken, dass wir hier nirgendwo runterfallen. Das wäre nämlich dann arg doof. Da müssten wir den ganzen Weg nochmal von vorne gehen. Hallo. Ich schieße dir den Kopf. Ey, beachte mich gefälligst. Genau. Ja, spring ruhig. Ich will auf einem sicheren Ort mit dir kämpfen. Nur der will irgendwie nicht so wirklich. Na, wenn du so weitermachst, schieße ich dich einfach weg. Von hier aus mache ich nämlich genug Schaden, um dich schnell wegzuschießen. Blöder Taurus. So. Und so. Und so. Und weg. Und noch eine Taurus-Axt. Hey. Wie freundlich. So. Das hier riecht ja schon nach Falle. Genau. Hallo, ich schieß dir den Kopf. Denn das ist das Sicherste für mich. Die Jungs sind nämlich richtig böse. Die sollte man wirklich auf Distanzkampf besiegen. Die können nämlich einen auch mit ihren Zangen packen und fressen. Und das macht verdammt viel Schaden. Oder sie spucken Säure, die deine gesamte Ausrüstung zerstören. So. Grüne Scherbe. Oh, sehr nett. Die können wir auch gebrauchen. Und ab hier wird es gefährlich. Deswegen schalte ich die Rückwärtskamera ein. Genau deswegen nämlich. Wow. Haha. Hier hätten uns nämlich 4 Stück flankiert.
Also zwei hinten, zwei vorne und uns richtig in die Mangel genommen. Aber das lassen wir natürlich nicht so. Wow. Genau, da spucken sie Säure. Das ist nicht so toll. Wow. Und da verpassen sie uns eine. Wow, da stehen wir mitten in der Säure und unser Talisman ist in Gefahr. Das wollte ich nicht so wirklich, deswegen... Ja. Schalten wir euch lieber auf die konventionelle Art und Weise aus. Ihr steckt ja ziemlich wenig ein und ich mache gut Schaden auf die Entfernung. Ein roter Brocken. Den brauchen wir auf jeden Fall. Für das, was wir als nächstes vorhaben. Weil ich habe ja gesagt, wir müssen uns jetzt gut vorbereiten. Und deswegen sind wir auch in dieses Gebiet jetzt gekommen. Obwohl wir ja hier an der orange, an der gelben Nebelwand nicht weiterkommen. So, weg mit dem da. Na, ein Schuss hat er noch ausgehalten. Und jetzt weg mit euch. Übrigens, die spawnen mit ihnen ihre Löcher in den Wänden. Beziehungsweise in der Decke. So. Droppst du auch was Schönes? Können wir gleich herausfinden. So. Weg mit dir. Bong. Ah, du überlebst auch mit einem Fitzelchen. So, und der letzte. Ich habe nämlich keine Lust, von denen genommen zu werden. Ah, ich kann ruhig etwas näher rangehen, dann fliegen die Pfeile schneller. Also treffen die schneller. So. Genau, wir wollen nämlich an die Truhe ran, die sie bewachen. Noch ein Schuss. Und du bist weg. Sehr gut. Truhe. Flammenglut. Genau, die wollen wir. Die Flammenglut. Zur Waffenverwandlung erforderliche Glut. Flammenglut für Rituale Neulondos. Kann nur von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet werden. Verwandelt Feuerwaffen plus 5 um. Ermöglicht Verstärkung auf plus 10. Die mächtigste Stufe für Feuerwaffen. Jupp. Haben wir genug grüne Scherben? Eine fehlt noch. Wir brauchen aber noch kleine Scherben. Okay, wir haben ja aber genug. Wir haben einen blauen Brocken. Den machen wir dann zu grünen Scherben und die dann zu grauen grauen Splittern. Eine. So. Heimkehrknochen, bitte. Und schwupps sind wir wieder am Anfang der Dämonenruinen. Genau da, wo ich hin wollte. So, jetzt werden wir beim Leuchtfeuer von Quilan mal kurz rasten und uns heilen. Also nicht heilen, unsere Sachen reparieren, wollte ich sagen. Ausrüstung reparieren. Seht ihr, ist alles ziemlich angeschlagen. Sogar unsere Rüstungen hier. Oh, und sogar das, mit dem wir vorhin gestorben sind. So, kurz in die bodenlose Kiste. Auch wenn die Musik jetzt ziemlich creepy ist. So, das ist übrigens Quilans Musik.